Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. Wir sind hier in Folge 167 im Schloss Sunpu. Wir versuchen hier noch ein paar Abzeichen zu sammeln. Genau genommen drei, glaube ich. Ne? Drei Abzeichen fehlen noch von denen, die wir hier nun in diesem Run sammeln wollen. Unter anderem den... Das war nix. Der Samurai hat leider ein bisschen lange gebraucht. Ja, ist auf jeden Fall eine Timing-Sache. Du musst es, also, oder, ja. Das wird, glaube ich, nicht in dem, ja. Ja. Wir lassen das nochmal einmal. Genau, also wichtig sind dabei mehrere Personen. Natürlich der Samurai oben, dann noch rechts der mit dem aktivierten Sichtkegel und die beiden Jungs, die wir hier jetzt K.O. hauen wollen, weiter unten. Ich hoffe, der Zivilist spielt keine Rolle, der dann noch rumläuft. Ah, wunderschön. Genau, und jetzt könntest du mit Aiko in den hellgrünen Sichtkegel des Samurais geraten, nämlich jetzt. Aiko, Aiko! Warum bewegt sie sich denn nicht? Nämlich. Scheint okay zu sein. Ja, alles gut. Dachte ich, entschuldige, dass ich hier völlig am Ausrasten bin. Schon okay. Also wie immer sehr spannend. Und es hat geklappt. Wir sind die beiden jetzt wahrscheinlich los. Das war eine, man möchte sagen, schwere Geburt. Aber naja. Immerhin sind sie weg. Ja, sehr schön. Und zack. Und wir haben jetzt freien Zugang zu diesen Fässern. Und werden auch dann bei der Rettung von Takuma, nenne ich sie mal, dann ein leichteres Spiel haben, denn wenn in dem Bereich, den wir jetzt fertig gemacht haben hier, wenn da keiner mehr ist, dann... Oh, du läufst in hellgrün rein. Ja. Dann ist es auch alles viel leichter im Bereich von Takuma. Den müssen wir letztendlich dann noch aktivieren irgendwie in diesem Level. Genau, Patrouille gibt's noch rechts, ne? Ja. Sehr schön. Ich habe darauf spekuliert, dass sie mich nicht sieht. Sehr gut. Ja, und da wir jetzt die Fässer zur Verfügung haben, können wir ja auch einfach Leute K.O. hauen und müssen nicht darüber nachdenken, ob wir die noch irgendwo unterbringen können, wer sie nun festhalten muss. So, ich lasse sie mal eben den K.O.-Typi wegbringen. Ja. Und derweil gucken wir mal, was wir noch so machen können. Hayato sitzt ja auch noch irgendwo da hinterm Baum, man sieht ihn nicht, aber er ist bestimmt da. So, Timo, wollen wir jetzt Takuma als nächstes machen, uns also hier durcharbeiten, oder wollen wir irgendwie... Unsere andere Route hier über die Dächer und eigentlich können wir direkt hier weitermachen, würde ich sagen, oder? Die Patrouille, Heidewitzka. Ich glaube, die haben wir bisher immer ignoriert. Ja, eigentlich haben wir das bisher immer, ne? Das ging auch ganz gut. Es sind natürlich nur drei, das heißt, man könnte die theoretisch parallel K.O. schlagen, aber ich würde vielleicht... Warum ist das mit der Mission auch kaputt? Was ist da los? Hoch. Nutze keine von Aikos Fähigkeiten? Ihr habt doch nichts genutzt. So, die ausgewählt und... Hä, ich habe doch gar keine Fähigkeit benutzt. Kannst ja mit ihr vielleicht mal eine andere, nicht eine Fähigkeit auswählen, sondern vielleicht auf die Verkleidung oder so gehen. Links oben. Ich glaube, das war durch den Schattenmodus mit ihr, ne? Wenn ich so gemacht habe. Und dann so. Jetzt ist es noch nicht, wenn ich jetzt Y drücke. Ist auch noch nicht? Oh, doch, ist schon. Hä? Er ist jetzt schon? Ja. Timo! Was ist denn da kaputt? Wann haben wir denn was? Wir haben doch nichts mit ihr benutzt. Wir haben kein Niespulver, wir haben nicht den Schuss, wir haben keine Verkleidung, wir haben sie nicht geheilt. Ja, du warst das, eindeutig. Wie konntest du nur? Unglaublich. Schande über mein Haus. Also ich habe nichts bemerkt, ehrlich gesagt. Ich auch nicht.
Was könnte das? Ist das das K.O.-Hauen? Lass mal drauf achten. Jetzt bin ich. Wir fangen nochmal die Folge von vorne an. So. Meinst du, wenn sie jemanden K.O. haut? Das kann doch nicht sein. Ich weiß es nicht. Das müssen wir jetzt rauskriegen. Ja, sie konnten in der. Okay, du machst das. Aber hat sie nicht schon mal jemanden K.O. gehauen? Nee, sie hat bis jetzt nur jemanden, der K.O. war, getragen, ne? Och, das doch, es geht jetzt gerade nicht. Du musst wieder warten, ja. Naja, ist dann eben so. Ach, was tut man nicht alles? Also noch ist es in Ordnung, ne? Ja. Gut, dass es dir aufgefallen ist, halbwegs rechtzeitig. Ja, das war's, oder? Ich darf nicht mit ihr jemanden K.O. hauen. Wir dürfen nichts mit ihr machen, außer K.O. geschlagene Leute zum Fass tragen. Also nicht eine von diesen runden, also Blasen über irgendwas. Also ja. Ja, okay. Aha. Gut, Hayato, es tut mir leid. Ich mach trotzdem die beiden jetzt K.O. Mir völlig egal. Ist mir egal, was ihr denkt. Ach, komm, die waren schon so gemein zu mir. Ist das jetzt schlimm, Timo? Ich dachte, es wäre schon schwer genug. Aber nein, es ist noch nicht schwer genug. Nein, nein. Weißt du, wie nützlich Aiko jetzt ist? Ungefähr, ihr Nutzen ist ungefähr nahe Null. So, Aiko, geh mal in das Häuschen da, geh mal in die Ecke, in die Schämlich-Ecke. So. Okay. Hoffen wir mal, dass wir jetzt einen Zyklus erwischen, wo wir es machen können. Nee, das ist wieder der alte Zyklus. Der alte Zyklus, der nicht funktioniert. Warte doch mal ab. Guck mal, der sieht doch gut aus. Echt? Ja, ja, jetzt stimmt. Dreht sich der Samurai gleich weg und dann kann hast ich runter. Recht, zap, zap. Steht schon mal. Oh, jetzt sag mir nicht, dass Hayato zu lange braucht, den Typen K.O. zu hauen. Muss ich vorher hinhocken. Du bist okay. Steht war ich ja. Nicht gehockt? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, naja. Ich war in der Hocke. Go. Hau ihn doch! Hayato ist aufgestanden. Und hat dann erstmal nichts gemacht. Ja, ich hab's. Oh. Ich hab, Hayato mag heute nicht. Der hat vorhin auch schon in der anderen Aufnahme von vor ein paar Folgen hat der irgendwie die Wachen nicht K.O. geschlagen. Zack. So. Genau, jetzt musst du mit Hayato aus dem Feld, Sichtfeld von dem Samurai. Oh ja. Irgendwie. So, Yuki, heb den schon mal auf, damit wir uns um den keine Sorgen machen müssen. Ah, Aiko, du bist auf einmal doch nützlich. Du kannst den Typen nämlich hier wegschleifen. Was? Oh Gott. Jetzt aber Beeilung. Jetzt schon wieder, er hat sich schon wieder. Ah, also, ja. Irgendwas war da kaputt. Man weiß nicht was. Er ist losgegangen. Was war das? Ach, bis ich da bin, haben die das eh bereinigt. Ja. So, das war keine Fähigkeit. Aiko, den Müll darfst du tun, ne? Das durfte sie. Wahrscheinlich nicht, nee. Speicher mal. Darfst du das? Ja, ich hab's nicht verkackt. Das verstehe ich nicht. Also man darf wohl. Okay. Das müssen wir uns bis zur nächsten Aufnahmesession merken. Wir werden es ja in dieser Aufnahmesession jetzt nicht komplett durchspielen, die Mission, denke ich. Unwahrscheinlich ist es ja. So, jetzt sind wir ungefähr wieder auf dem Stand, wo wir vorhin mal waren. Bloß, dass Aiko noch keine ihrer Fähigkeiten benutzt hat. Ja. Kann man schon eine Folgenpause machen? Weiß ich nicht.
Alternativ wäre jetzt auch, könnte man einfach nochmal. Mach ruhig mal was. Wir können ja auch einfach nochmal überlegen, was wir machen wollen. Ja. Ich nehme mal hier unsere drei Protagonisten mit. Ist echt entspannt, wenn die alle Hände frei haben, ne? Ja. Können wir noch was machen. So. Ah ja, als nächstes würde vielleicht. Kletter uns mal hier hin. Dieser Strohhut hier wäre doch durchaus von Interesse. Nicht der hier oben auf dem Turm, sondern der hier im Schatten. Oh nein. Der da. Oh, achso, der. Okay. Der, wie haben wir den denn letztes Mal gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Ich schätze, das muss Yuki machen. Weil wir den wahrscheinlich nicht aufrecht tragen dürfen, wegen ihm hier. Oder gehen wir zuerst zu ihm? Ah, okay, Hayato macht das. I know it. Habe ich noch Zeit dafür? Ja. Ja, wenn du eine Idee hast, mach's. Ich habe gerade keine Idee. Aber du wirst es schon schaffen. Diese blöde Patrouille. Okay. Vielleicht machen wir eine Folgenpause und ich erzähle dir von meiner lustigen Idee. Und du darfst sie dann nächste Folge umsetzen, falls du sie für sinnvoll erachtest. Ja, so machen wir es. Geheilt und ich muss jetzt auch aber ins Versteck, ne? So, hier. Hallo, guten Tag. So. Ah. Gut, Leute, entschuldigt, dass das heute alles ein bisschen semi-spektakulär war. Nächste Folge ist Timo dann verantwortlich für was immer dann kommt. Nein, Timo macht natürlich wieder Unterhaltung auf dem allerhöchsten Niveau. Aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.